Aus mehr als 400 Bewerbungen aus 36 Ländern wurde sie ausgesucht. Die Top 60 Kollektion des Frankfurt Style Awards 2017 zum Thema Modern Reality. Drei Kategorien mit jeweils 20 Outfits gab es: Working, Sporting und Dating. Ich finde grundsätzlich alle toll, die sich hier beworben haben, die den Mut haben, sich einer Jury zu stellen und den Mut haben, ihre Ideen, ihre Entwürfe uns sichtbar zu machen und sie auch vorzustellen. Ich glaube, Frankfurt würde mehr solche Events vertragen. Wie in den letzten Jahren wurde neben den Hauptrubriken auch der Preis für das Outstanding Talent vergeben. In dieser Kategorie wird besonders deutlich, wie viel Gedanken sich die jungen Designer sowohl um ihre Outfits als auch um die damit verbundenen Botschaften machen. Das Thema der Gewinnerin: Buried Alive. Ich hatte vorhin in dem Interview mit Harald Glückler schon gesagt, dass ich oft während meinen 3 Jahren Studium damit konfrontiert wurde, dass Modedesign in eine oberflächlich kapitalistische Schublade gesteckt wird. Und ich persönlich kann mich damit so gar nicht identifizieren. Und ich bin der Meinung, dass man hat ja für jede Kollektion eine neue Inspiration. Und die Inspiration muss nicht irgendwie besonders schön oder ähnliches sein, sondern sie muss stark sein. Selbst wenn ich sozusagen keinerlei große Aufmerksamkeit als Studentin habe, ist es wert, in der Kollektion sich dem Thema zu widmen. Und wenn man als Outstanding Talent ernannt wird im Jahr 2017, bekommt das Thema einfach mehr Reichweite und die Menschen interessieren sich dafür. Für die ehrenamtliche Expertenjury war es nicht leicht, die Gewinneroutfits auszusuchen. Denn jedes Jahr steigern sich die Bewerber in Sachen Stil, Verarbeitung und Design ihrer Outfits. Mein Favorit wurde auch gewählt. Das hat mich umso mehr bestärkt zu sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich, an seine Träume zu glauben. Es lohnt sich, fleißig zu sein, diszipliniert zu sein und bei solchen Awards auch unbedingt mitzumachen. Denn das ist schon ein toller Preis. Der öffnet Türen, der ist mittlerweile sehr bekannt, ein internationaler Preis. Und ich finde es toll, dass sich so viele Studenten daran beteiligen. Die Initiatorin des Frankfurt Style Awards war überglücklich, mit Unterstützung ihrer vielen Partner und Helfer ein fulminantes Jubiläum feiern zu können. Ganz besonders freut sie sich darüber, dass die Show noch vor viel Publikum zu sehen sein wird. Also erst einmal ist ja das heute die Premiere gewesen für unsere Top 60, die ja jetzt auf Reise geht. Die geht nach Paris, die geht nach New York, die geht nach Shanghai. Und wir haben Einladungen von Vancouver, wir haben Einladungen von Istanbul. Und ich glaube, mit der Idee, eine Wanderausstellung zu haben, ja, eine kostbare, mit einer Möglichkeit, es so zu kuratieren, wie uns derjenige, der uns einlädt, das haben möchte. Also ob das jetzt in Richtung eine unserer Kategorien ist oder bunt durcheinander oder Richtung Nachhaltigkeit oder Innovation. Wir können aus diesen 60 Teilen sehr tolle Modenschauen entwickeln. Zum ersten Mal hatte dieses Jahr aus dem Stadtparlament Frankfurts Oberbürgermeister die Schirmherrschaft übernommen. Mit den OB-Wahlen im kommenden Jahr wünschen wir dem Frankfurt Style Award auch in 2018 sowohl die Unterstützung der vielen Partner und Förderer als auch der Frankfurter Bürgervertreter.